Ja, das wollte ich eben sagen, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, wir haben im Publikum ein paar ganz besondere Gäste. Und mit denen könnte man auch noch ein bisschen plaudern, weil die haben mit dir und deiner Zeit eigentlich viel zu tun. Unter anderem unseren Grand Seigneur des Rennwagenbaus in Österreich, nämlich unseren Kurt Bergmann. Kurt. Der Kurt. Was? Nein, wir nehmen einen Sessel noch her. Ich brauche es eh nicht mehr. Bitte? Dann musst du schon die Treppen nehmen. Der Kurt Bergmann, wie wir alle. Na, wir gehen auch weg. Komm. Ja, wir kommen da hin. Wir kommen runter, Kurtl. Passt schon. Setz dich da her. Ja, nein, setz dich da her. Das ist mir eh, kommt mir eh wesentlich sicherer vor. Der Kurt Bergmann hat ja unglaubliche Talente hervorgebracht. Niki Lauda war nicht das geworden, wenn es nicht den Kurt gegeben hätte. Der Dieter Quester hat sein erstes Monoposto-Rennen in einem Cayman gewonnen. Jetzt fragen wir uns nur, warum hasst denn der überhaupt Cayman? Und da gibt es die wildesten Gerüchte, warum das Cayman hasst. Also manche sagen, weil der so eine fressende Goschen gehabt hat, dass er faktisch alle Konkurrenten durch die spitze Nase, also lauter Blödsinn, was da herumkursiert. Das ist ganz anders entstanden. Das ist nämlich mit diesen beiden Herren entstanden. Wie der Erich einmal zum Kurt in die Werkstatt gekommen ist und der Kurt eigentlich noch keinen wirklichen Namen für sein Auto gehabt hat. Ja, aber ich glaube, da war irgendwas mit einem Kart. Hat das nicht Caimano geheißen oder so irgendwie? Ja, das hat Caimano geheißen. Kart von Peter Zahn. Und dann habe ich gesagt, nein, man, Caimano. Und von da weg... Mein Gott, lieb. Dieses, ein Frühstück. Dieses Kart hat nämlich so ein... Weil ich gewonnen habe, hast du gesagt, du musst was machen. Habe ich gesagt, ja, das, ich habe das Go-Kart in Italien gekauft und da ist eh so ein Zeichner drauf. Das haben wir gehabt. Habe ich aufgepickt. Und du hast gesagt, na, das geht nicht, dann können wir das machen. Das ist ja Plagiat. Das muss man, das ist das an Cayman Racing geworden. Und du bist der Erfinder von den Ganzen. Ich bin stolz. Kann er mich noch jetzt bedanken. Was ich noch anfügen möchte, Kurt Bergmann wird am 15. Jänner nächsten Jahres 90 Jahre alt.